So, meine Lieben, wir haben das nächste Workout für euch. Wir haben heute 3 Runden auf Zeit. Wir haben 20 Single Leg Alternating V-Ups, die werde ich gleich demonstrieren, haben 20 Air Squats und 16 Get-Ups. Ein Burpee und wenn wir am Ende bei der Hüftstreckung sind, brauchen wir nicht hochspringen, wir strecken uns einfach. Ja, davon 3 Runden. Wenn wir diese 3 Runden haben, machen wir 5 Minuten Pause und wiederholen das Ganze. Das heißt, wir haben 2 Sätze, 3 Runden, 20 V-Ups, 18 Air Squats, 16 Get-Ups. Was wir versuchen wollen, ist, dass wir die Intervalle zeittechnisch ähnlich abschließen. Das heißt, wenn wir für die ersten 3 Runden 4 bis 5 Minuten brauchen, versuchen wir im zweiten Intervall ähnliche Zeiten zu haben. Nicht, dass wir da komplett einbrechen und dann 7 Minuten brauchen oder am Anfang uns geschont haben und dann das zweite Mal nach 3 Minuten fertig sind. Gut. Für diejenigen, die Equipment haben, tauschen wir die Air Squats einfach gegen Dumbbell bzw. Kettlebell Alternativen. Wir können, wenn wir 2 haben, Double Kettlebell Front Squats machen, Double Dumbbell Front Squats, oder wenn wir eine Kettlebell bzw. Dumbbell haben, machen wir Goblet Squats. Da auch ähnliches Format, 3 Runden, 20 Alternating Single Leg V-Ups, 18 Squats, je nach Variante, die ihr dann da zur Verfügung habt, und 16 Get-Ups. Gut, die Single Leg V-Ups, recht einfach, aber nichts anderes als ein Bein hoch, anderes Bein hoch. Und dann machen wir das, bis wir insgesamt 20 haben. Wie gesagt, postet die Scores in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und haut rein!